Tennis sehen will, der sollte zum TCB kommen. Das haben wir heute Mittag wieder festgestellt. Egal ob Doppel oder Einzel oder gestern schon das Mixed. Es wurden hervorragende Finals gespielt und ich kann nur alle beglückwünschen, die daran teilgenommen haben. Großes Tennis, großes Turnier. 7 Konkurrenzen. Das war noch nie da, glaube ich, oder zumindest lange nicht mehr da. Und insgesamt wurden in den 3 Wochen über 60 Spiele hier auf der Anlage ausgetragen, die letztendlich heute in diesen Tag münden. Heute darf ich alle die ehren, die gewonnen haben. Gewonnen haben alle. Es gibt 2. Sieger und es gibt 1. Sieger. Nicht traurig sein, es gibt eine nächste Clubmeisterschaft. Nächstes Jahr kann es umgekehrt sein. Wir haben neue Sieger, wir haben alte Sieger. Es ist alles dabei. Wer bitte? An der Vielzahl der Pokale können wir sehen, dass es viele Sieger gibt. Und es wird schwierig für mich, alle Namen fehlerfrei hier vorzutragen. Ja, wir fangen mal an mit dem Damen-Doppel. Da haben wir als 2. Sieger die Nina Lindemann und die Chiara Hohmann, wenn ich mich richtig erinnere. Die Nina ist sowieso die Pokalfee hier, die staubt alles ab. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Ne? Wir müssen noch sagen, da ist das Ding. Schneller. Ich filme. So. That's Video. Die Teenies wurden von der Jugend geschlagen. Letztendlich. Und von daher begrüße ich jetzt die ersten Sieger, Martina Fischer und Ute Berlekamp. Du hast es gut, Jörg, irgendwie. Helfen wir uns die Königsdisziplinen bis zum Schluss auf die Einzel, gehen wir weiter zum nächsten Doppel. Oldies bald Goldies. Auch die Herren 60 haben diesmal wieder ihre Clubmeisterschaft ausgetragen und es gab neue Clubmeister. Aber der Clubmeister aus dem vergangenen Jahr ist immerhin 2. geworden. Ich begrüße den Wolfgang Gies und den Erwin Albert. Ja klar, das ist ja ganz schön einfach. So, hier ist die Kamera. Neue Clubmeister. Ja, eigentlich trifft er das ja gar nicht als Präsident, aber er nimmt sich einfach raus und wird es immer wieder. Ist unser Peter Fader und, wo ist der? Herr Debert, ist der auch da? Ja, ja. Debert ist auch da. Wo ist er? Ja, da hinten. Da hinten ist er. Wer kommt nach vorne? Auf geht's. Wir haben den ersten Platz gemacht und haben uns jetzt verdient. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Alles klar. Kommen wir zum Herren-Doppel, das heute Mittag um 12 Uhr hier ausgetragen wurde. Es war spannend, es war ein richtig klasse Match. Letztendlich hat der Match-Tiebreak mit 10-8 entschieden. Als 2. Sieger begrüße ich den Michael Bayer und den Jonas Grafe. Und lächeln, Jonas, einmal in die Kamera, komm. So, und die ersten Sieger? Tja, Carlo, du hast auch so ein Abo. Erste Sieger sind geworden Carlo Conze und Leon Schnarr.
du hast auch nicht mal gepackt, ne? Ja. Kriegst du weiter dein Taschengeld, ja? Ja, Carla? Ja, ja. Gehen wir nach Alter vor. Es gab dieses Jahr seit langer Zeit wieder mal eine Herren-30-Konkurrenz. Im Einzel ein packendes Finale, muss ich ganz ehrlich sagen, was sehr wechselseitig war. Im ersten Satz sah es so aus, als würde Manfred Kutter einfach so durchmarschieren, aber weit gefehlt. Der Kleten hat eine Zähne gezeigt und hat wirklich nur ganz knapp im dritten Satz verloren. Von daher Kleten, zweiter Sieger im Herren-30-Einzel. Wer neu ist im Club, darf eigentlich gar kein Clubmeister werden. Eigentlich ist noch einer, der nicht weiß. Es gibt so eine gewisse, weiß ich, Eingewöhnungszeit eigentlich. Aber er hat seine Chance genutzt, ist Clubmeister geworden, Manfred Kutter. So. Tja, das Damen-Einzel. Also, neue Clubmeisterin ist unsere Nina, die schon gestern Pokal gewonnen hat im Mixed. Die hat im Doppelpokal gewonnen und jetzt gewinnt sie auch noch im Einzelpokal. Aber eine ganz starke Gegnerin hatte sie, nämlich die Nadine Dietrich, wie im letzten Jahr auch schon. Wir hatten ja eine Wiederholung des Vorjahresfinals. Von daher nochmal herzlichen Glückwunsch euch beide. Nadine, du bist verdiente Siegerin geworden, leider nur Zweite, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. So, Nina, dann hol dir auch den dritten Pokal ab. Ich hoffe, ihr habt zu Hause wieder angebaut. Ja! Besser als der blaue. Ja, sehr gut. Wie immer ist unser Herren-Einzel hochklassig. Ich muss ganz einfach sagen, was man da für Tennis sieht, da muss man schon weit reisen, um das geboten zu bekommen. Auch heute wieder. Trotzdem, unser Fabian, leicht gesundheitlich angeschlagen war, hat er einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Fabian, ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zum zweiten Sieger. Tja, fast mit ein bisschen Wehmut. Stopp. Oh, Molle! Yay! Fast ein bisschen wehmütig muss ich jetzt dem Clubmeister gratulieren, dem lieben Carlo. Ich freue mich natürlich, dass du Clubmeister geworden bist und du hast es auch verdient. Du hast hervorragend aufgeholt, du hast einen hervorragenden Fight geliefert. Du hattest auch schon ein Spiel in den Beinen von heute Mittag. Trotzdem hast du alles aus dir rausgeholt, bist auch verdient Clubmeister geworden. Aber es tut mir auch ein bisschen weh, dass du uns verlässt. Der Carlo geht nach Berlin, wird dort weiter studieren und wird dann eigentlich so gut wie nicht mehr für unseren Verein spielen, höchstens bei Clubmeisterschaften, da werden wir noch drüber reden. Ne? Trotzdem hat er versprochen, unsere Homepage noch weiterhin zu betreuen. Es tut mir trotzdem leid, dass du uns verlässt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich sehr an dich gewöhnt und ich werde dich vermissen. Also, dir herzlichen Glückwunsch zur verdienten Clubmeisterschaft. Halli, hierher gucken. So, das war's. Jetzt könnt ihr mal einen trinken, ihr könnt feiern, aber ich hab's geschafft. Stopp. So, also der Vorsitzende darf auch für den Vorstand nochmal allen Siegern ganz herzlich gratulieren. Clubmeisterschaften sind ja wirklich hier bei uns ein Markenzeichen. Und das Markenzeichen lautet JS, also Jörg Schnarr macht das hervorragend, bestens organisiert. Und wenn es mal so kleine Querelen gab, hatte das also souverän gelöst, per E-Mail, per Telefon, bis nach Darmstadt und wo auch immerhin hat das gut geklappt. Und dafür dürfen wir dir ganz herzlich danken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das so läuft. Und wir wissen, dass andere Tennisclubs da wesentlich größere Probleme haben oder gar nicht mehr die Clubmeisterschaften ausspielen. Also, lieber Jörg, das hast du wirklich hervorragend gemacht und wir hoffen, dass das
schon wieder der Countdown für die nächsten ist. Jetzt hast du etwas Ruhe, aber im nächsten Jahr geht es weiter. Aber nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Clubmeister. Vor allem waren das überall faire Spiele, das muss man auch mal sagen. Und dafür herzlichen Dank und jetzt noch ein schönes Beisammensein hier bei uns. Meister. Ja.